Mein Name ist Carsten Thalheimer. Der ein oder andere kennt mich vielleicht auch schon von den früheren Froscons. Ich war eigentlich immer der am Stand gewesen ist oder halt einen Vortrag gehalten hat. Heute geht es um MySQL Cluster. Ich hatte einen ähnlichen Vortrag vor einigen Jahren schon mal gehalten. Vielleicht hat ihn den einen oder anderen schon gesehen. Da hat sich mittlerweile eine ganze Menge getan. Und genau darum reden wir. Und wir werden vor allen Dingen so ein bisschen unterscheiden. Die MySQL-Replikation ist immer noch mehr oder weniger verwendet. Wo sind da die Unterschiede? Also wann mache ich das eine, wann mache ich das andere? Das wäre so ein bisschen mein Ziel für den Vortrag, dass ihr so ein bisschen wisst, naja, also wann mache ich das eine, wann mache ich das andere? Und ich fange meine Vorträge ja immer so ein bisschen off-topic an. Das ist dieses Mal nicht anders. Wobei ich dazu nehmen muss, ich habe in so rund 2 Stunden nochmal einen Vortrag. Da werde ich dann nochmal präsentieren. Sorry, also vielleicht ja, beim nächsten Vortrag, wer den auch joint, dann einfach in dieser Zeit vielleicht nochmal einen Kaffee holen oder so. Ja, ich bin so ein bisschen interessiert in alten Filmen. Ich gucke mir so ganz gerne ältere Filme an, so Alfred Hitchcock und so aus den 50er, 60er Jahren. Und einer der Filme, den ich ganz interessant finde, ist ein Film, der heißt Ein Goldfisch an der Leine. Vielleicht kennt ihr den einen oder anderen mit Rock Hudson. Es geht hier um einen sehr verkäuferreichen Verkäufer von Angelzubehör. Und ja, im Rahmen von so einer Marketing-Werbekampagne, wir kennen das ja alle, soll er dann tatsächlich an so einer, ja, Angel-Challenge mit teilnehmen. Das hat mit der Tochter des Eigentümers zu tun. Das ist die Frau, die man hier auf dem Bildschirm sieht. Und die kommt dann eben auf die Idee, das wäre doch super, wenn Roger Willoughby, so heißt der Angler, tatsächlich dann diese Angel-Challenge gewinnen würde. Und dabei stellt sich dann tatsächlich heraus, dass er zwar ein Buchautor ist und dass er super viel über Angeln weiß, und dass er aber tatsächlich Angeln gar nicht kann und Angeln gar nicht mag. Er war da sehr, sehr erfolgreich gewesen in seinem Anglervertrieb, weil er halt einfach immer auf die Kunden gehört hat und hat das Wissen eigentlich von Kunde A zu Kunde B dann weitergegeben. Aber eigentlich mag er keine Fische und kann auch nicht angeln. Das Ganze ist natürlich eine Liebesgeschichte. Am Ende werden die dann heiraten und er gewinnt per Zufall tatsächlich dann auch diesen Angel-Challenge. Aber nichtsdestotrotz, das ist so diese Geschichte von dem Film. Warum erzähle ich das hier? Warum bringe ich das hier auf? Weil, naja, mal ganz ehrlich, ich hatte gestern einige Gespräche gehabt und ich gehe mal davon aus, dass viele von euch sehr viel mehr MySQL-Server administrieren wie ich. Also bei mir ist das ganz genau einer, mein eigener. Und ich ansonsten bin da in einer ganz ähnlichen Situation. Ich höre halt auf das, was Kunden machen, was ihr mir so sagt, was ihr mir an Feedback gebt. Ich bin natürlich schon sehr fokussiert auf das Thema, ich lese viele Blogs und so weiter und so fort. Aber diese praktische Erfahrung, die viele von euch haben, die habe ich höchstwahrscheinlich nicht. Ich mache das schon viele, viele Jahre, deswegen hat sich das Bild trotzdem nicht geändert. Und das wollte ich an dieser Stelle einfach mitgeben. Also ich möchte nicht hier als der super Advisor, als der super erfahrene Administrator auftreten, weil tatsächlich gesagt bin ich das nicht. Ich höre mir halt einfach an, was ihr macht. Ich versuche mir da ein Bild rauszumachen. Ich lese, wie gesagt, viele Artikel. Aber wenn es wirklich um das reine Doing geht, ich weiß, gestern hatte ich einen Kunden gehabt, der hat gesagt, er macht so 300, 400 MySQL-Systeme. Hut ab von meiner Seite aus. Das mache ich an dieser Stelle nicht. Deswegen so ein bisschen die Einführung hier von dem Roger Willoughby, Goldfisch an der Leine. By the way, wenn auch der ein oder andere vielleicht in so älteren Filmen interessiert ist, würde ich sehr empfehlen. Gab es neulich auch auf Netflix. Ich weiß nicht, wie die Filme da hinkommen und wieder weggehen, aber vielleicht einfach mal schauen. So, die erste Folie, es ist wirklich nur die erste Folie, ist so ein bisschen Marketing MySQL und dann werden wir schon relativ schnell in die Details gehen. Gestern hatte ich eine Frage bekommen, MySQL, tut sich da eigentlich noch irgendwas? Ja, es ist ja so, wir sind seit 10 Jahren etwa bei Oracle angegliedert, wir wurden von Sun Microsystems übernommen und da ist ja immer so ein bisschen dieser Zwiespalt, es gibt die Oracle-Datenbank, es gibt die MySQL-Datenbank, Oracle hat noch viele andere Datenbanken und ja, da ist wahrscheinlich die Frage so ein bisschen begründet. Das tut natürlich schon so ein bisschen weh, weil eigentlich tut sich da sehr, sehr viel, sogar sehr, sehr viel mehr als zu Sun oder zu MySQL-Zeiten. Und ich werde da auch ein bisschen jetzt drauf eingehen, aber wenn mich eigentlich jemand fragt, tut sich bei MySQL noch was, dann beobachtet er dieses Thema eigentlich tendenziell eher nicht. Ich fange einfach mal mit dem ersten Offensichtlichen an. Wir sind MySQL of the Year geworden, letztes Jahr von DB Engines gerankt. Diese DB Engines-Seite,
die ihr jetzt auch sehen sollt, ist eine relativ populäre. Da wird halt einfach geguckt, ja, wie viel Google-Hits, wie viel Bing-Hits, wie viel Stellen, LinkedIn, Xing, Twitter und so weiter und so fort. Und da gibt es ein gewisses Rating. Und dieses Rating zeigt so ein bisschen die Relevanz und zeigt auch so ein bisschen die Tendenzen, wo es hingeht. Dieses Ranking wird monatlich neu bestimmt. Jetzt, ich nehme mal vorneweg, in diesem Monat hatten wir ein paar Minuspunkte. Das ist nicht unüblich. Das Ganze ist saisonal bedingt. Typischerweise kommen ja die ganzen Produktlaunches von MySQL so eher im Herbst, weniger im Frühjahr. Das heißt, unser Punkte-Ranking wird dann definitiv auch wieder hochgehen. Was man hier aber sieht, dass MySQL tatsächlich sehr, sehr häufig eingesetzt wird, sehr, sehr häufig auch angefragt wird. Die Oracle ist tatsächlich hier noch ein paar Punkte vor uns, wobei wir natürlich intern auch daran arbeiten, auch unsere Kollegen hier von Oracle hier zu überholen. Ihr könnt ja mal so ein bisschen für euch überlegen. Ich glaube, dieses Ranking trifft es ganz gut. Also wenn ich einfach mal die ersten fünf nehme, Oracle, MySQL, Microsoft, Postgres, Mongo, dann sind es tatsächlich die Datenbanken, die man bei vielen Kunden auch sieht. Und ich würde sogar sagen, mit großem Abstand sieht. Da gibt es ganz, ganz, ganz viel mehr. Es gibt auch spezialisierte Datenbanken und ich will das auch gar nicht kleinreden an dieser Stelle. Es gibt einen Anwendungsfall für alles. Aber tatsächlich sind das, ich sag mal so, die vier, fünf großen General-Purpose-Datenbanken und da ist MySQL definitiv mit dabei. Was vielleicht an dieser Stelle noch ein bisschen interessanter ist, sind die Rankings oder sind die Surveys auf Stack Overflow. Bei Stack Overflow wird jährlich einmal so im Januar, Februar, März gefragt, ja, was für eine Datenbanktechnologie, was für ein Linux, was für eine Entwicklung, was für ein Framework und so weiter und so fort. Und da wird auch gefragt, welche Datenbank verwendet ihr? Und tatsächlich schneidet MySQL das sehr, sehr gut ab, sowohl absolut als auch relativ gesehen. Vielleicht diese Studie einfach mal durchlesen, ist im Internet verfügbar. Und interessanterweise auch hier nimmt tatsächlich die Relevanz von MySQL sogar über die Jahre gesehen noch zu. Also MySQL wird sehr, sehr häufig verwendet. Und das führt letztlich dazu, dass MySQL, das ist auch, diese Folie habt ihr bestimmt von mir oder von anderen schon mal gesehen, von sehr, sehr großen Firmen wie Facebook, Twitter, Booking, GitHub verwendet wird. Ich lasse das jetzt mal so ein bisschen beiseite. Was diese Tage eigentlich sehr viel wichtiger wird, ist, ja, wo ist die MySQL-Verfügbarkeit bei den verschiedenen Cloud-Vendoren? Und tatsächlich, egal ob das jetzt ein Amazon, ob das ein Google, ob das eine Schuhe, ob das ein Oracle, ein IBM, eine Deutsche Telekom, ein 1 und 1 ist, also ein MySQL-Offering findet man an dieser Stelle da eigentlich immer und MySQL ist tatsächlich eine sehr, sehr häufig verwendete Datenbank. Einfach mal, vielleicht, wenn das interessiert, so ein bisschen im Umfeld, im Google-Umfeld gucken. Vor zwei Jahren, im April, haben wir das MySQL 8-Produkt released. Wir werden jetzt von Basis dieser Folie immer mehr in die Details gehen. Vielleicht hier nochmal so ein bisschen zur Erinnerung, die vier, fünf großen Funktionalitäten, die sind schwarz hinterlegt. Das ist einmal das Data Dictionary, der Unicode Support, Common Table Expression, Windows Functions, Document Store. Für jedes einzelne Funktionalität gab es ein Background, für die CTEs, Window Function, die erweiterten SQL-Funktionalitäten, hat das alles mit dem MySQL Analytics Cluster zu tun, der später in diesem Jahr kommt. Data Dictionary war letztlich nur eine Technologie, eine Infrastrukturkomponente, die geändert wird, die uns sehr, sehr lange gedauert hat. Die ersten Betas gab es schon 2013, 2014, um einfach ein sehr viel höheres Skalierungsmodell zu bringen. Und Document Store, für die, die da interessiert sind, ich werde in dem nächsten Vortrag, wenn es um DevOps geht, da auch noch ein bisschen was dazu erzählen. Wir werden nicht sonderlich in die Tiefe gehen, aber Document Store, MySQL kann auch für sehr viele Mongo-Anwendungsfälle mit angebracht werden. Was uns an dieser Stelle jetzt hier interessiert, ist vor allen Dingen, dass zwischen 2015 und 2018 gab es Erweiterungen, Group Application Plugins und es gab InnoDB Cluster Erweiterungen, hier vor allen Dingen die Router und die Shell. Und Router und Shell, das sind jetzt zwei Komponenten, die müssen wir uns vorab anschauen, um zu verstehen, was ein Replikaset ist und was sich mit der Replikation geändert hat. Wir fangen mal an mit dem MySQL Router. Wie gesagt, der MySQL Router ist kein neues Produkt, den gibt es sogar schon sehr, sehr lange. Das hieß früher MySQL Proxy. Der ist dann vom Namen her und auch von den Funktionalitäten her geändert worden auf MySQL Router. Und mal ganz grundsätzlich ist es so, wenn man einen Clusterverbund hat, dann kann man den MySQL Router konfigurieren, sodass der MySQL Router letztlich immer auf eine Instanz connected, die verfügbar ist. Bei einem Clusterkonstrukt, wenn ich drei Server habe, macht es an dieser Stelle vielleicht Sinn zu sagen, ich habe hier einen Server, die anderen zwei sind vielleicht nicht verfügbar und der Router soll natürlich nur auf den verfügbaren Server gehen. Das ist so ein bisschen die Intention von dem MySQL Router gewesen und der MySQL Router ist mittlerweile eine ganz, ganz wichtige Komponente für MySQL geworden. Das ist ganz egal, ob das jetzt irgendwelche Microservices sind, ob das Replikation ist, ob das InnoDB Cluster ist und den werden wir uns tatsächlich auch noch ein bisschen mehr in der Tiefe dann anschauen.
Die zweite Komponente, die mindestens genauso gewichtig ist, ist die MySQL Shell. Ich nehme mal vorne weg, die MySQL Shell, das ist so unser Ansatz, um zu sagen, man kann MySQL auch im DevOps-Environment relativ einfach einsetzen. Die MySQL Shell originär wurde eigentlich entwickelt, um für diese ganzen Mongo-Anwendungsfälle, wenn ich also ein Nicht-SQL-Protokoll, ein No-SQL-Protokoll verwende, mit MySQL arbeiten zu können. Wie gesagt, da geht es jetzt in diesem Vortrag nicht drum. Die MySQL Shell hat aber noch andere Komponenten und diese anderen Komponenten, das sind die für uns wichtigen an dieser Stelle. Man kann mit der MySQL Shell administrative und operative Dinge sehr, sehr einfach automatisieren. Die MySQL Shell, das ist so unser Tool, mit dem wir eigentlich jetzt mittlerweile alles erschlagen, egal ob das Cluster ist, ob das Replikation ist, ob das Import, ob das Export ist. Also wer heute noch MySQL Damp macht, okay, es gibt für alles einen Anwendungsfall, dem lege ich aber ganz, ganz, ganz nahe, sich mal mit der MySQL Shell zu beschäftigen, weil die MySQL Shell, mal ganz vereinfacht gesagt, MySQL Dump, egal ob das jetzt ein Import, ob das ein Export ist, Multithreaded vornehmen kann und dadurch unendlich viel mehr Performance bietet wie ein klassisches MySQL-Dump. Alles das kann man tatsächlich auf Basis der MySQL-Shell machen. Die MySQL-Shell und der MySQL-Router, wie gesagt, so ein bisschen im Hinterkopf behalten, die gibt es schon relativ lange, das ist keine neue Entwicklung. Die brauchen wir aber, um zu verstehen, wo es mit Replikation und Replikasets hingeht. So, MySQL, ich hatte es schon gesagt, wurde so vor 2, 2,5 Jahren released, als Version 8.0, im April war das gewesen. Und eine der anderen großen Änderungen, die sind nicht groß publiziert worden, die sind nicht groß announced worden, war tatsächlich gewesen, dass wir ein Continuous Development Modell verfolgen. Also mit jedem Update, typischerweise ist das so alle 3 Monate. Man sieht es auch hier in der Historie jetzt schon ganz gut. Das ist Januar, April, Juli und Oktober. Da kommen typischerweise Updates zu MySQL. Da sind eine ganze Menge Security und Bugfix-Updates, aber halt ganz oft auch neuere Funktionalitäten. Ob das jetzt beabsichtigt ist oder nicht beabsichtigt, weiß ich ganz ehrlich gesagt nicht. Aber ich würde mal sagen, es kommt ein Release raus, das hat so ein paar mehr Funktionalitäten und das nächste Release ist dann, hat auch mehr Funktionalitäten, aber ist so ein bisschen ein kleineres Release. Immer so ein Wechsel, größeres, kleineres Release. Ich will die jetzt an dieser Stelle nicht alle durchnudeln. Ich würde gerne anfangen im Juli 2019, so mehr oder weniger vor einem Jahr gesehen, mit dem Release 8.0.17. Da gab es eine Funktionalität des Clonings. Auf dieses Cloning werde ich auch gleich nochmal eingehen. Auch das brauchen wir, um zu verstehen, wo es mit Replikation und wo es mit Clustering hingeht. Ja, und dann gab es halt im Oktober das Hash-Join-Release, sage ich an dieser Stelle einfach mal. Also man kann auf Basis von Joins, die nicht über den Index angebildet werden und auf Basis von diverser mathematischer Algorithmen sehr, sehr viel mehr Performance erzeugen. Gibt es ganz, ganz viele Einträge dazu und dann im Enterprise Backup gab es ein sogenanntes Page-Tracking, was dazu geführt hat, dass gerade inkrementelle Backups um Faktor 100 etwas schneller sind. Lassen wir so ein bisschen außen vor. Das erste große an dieser Stelle ist InnoDB Replicaset. InnoDB Replicaset sind automatisierte Replikationsinfrastrukturen. Da werden wir gleich sehr viel mehr im Detail drüber reden, aber auch hier ist keine ganz neue Funktionalität, ist an dieser Stelle schon ein paar Tage her. Sorry, das ist natürlich nicht Januar 19, das ist natürlich Januar 2020. So, die nächste große Funktionalität, die ist unter Umständen für uns auch wichtig, das Binlog. Eine Funktionalität, eingeführt worden, Binlog-Kompression. Ihr wisst vielleicht, dass die Binlogs sehr, sehr groß werden können. Wenn ich sage sehr, sehr groß, dann werden die typischerweise so für 10 Tage vorgehalten und es ist nicht unüblich, da ein paar 100 Gigabytes von Binlogs zu haben. Das frisst mir über kurz oder lang natürlich meine Festplatte auf. Und von der Seite Binlog-Compression, wie der Name an dieser Stelle halt schon sagt, komprimiert die Binlogs. Da kann man unendlich viel Plattenplatz sparen. Ich kenne Anwendungsfälle, wo tatsächlich 80-90% eingespart wurden auf Basis der Kompression, aber der Downside an dieser Stelle ist natürlich wieder, es kostet eine ganze Menge CPU. Also mit ein, zwei CPU-Systemen, das oder ein, zwei Core- oder Thread-System, das kann unter Umständen mit MySQL jetzt ein bisschen eng werden. Im Juli kam dann tatsächlich die neue Dump-Funktion, sage ich mal, für die MySQL Shell, wo man Dumps tatsächlich auch automatisieren kann und vor allen Dingen Multithread automatisieren kann, was dazu führt, dass gerade der Restore sehr, sehr, sehr viel schneller funktioniert, wie das vielleicht noch klassisch gewesen ist. So, dann gibt es hier ein Akronym GRATAS SE. Das könnt ihr googeln, werdet ihr bestimmt nicht finden, das habe ich gestern erfunden. Das soll heißen Atomic Create Table as Select. Es gibt eine Funktionalität in MySQL, Global Transaction Identifiers, die letztlich dazu geführt hat,
dass man tatsächlich die verschiedenen Systeme untereinander unterscheiden kann. Wenn ich eine Replikation habe über mehrere Systeme, könnte ich sagen, das System A hängt zwei oder drei Rows oder Änderungen einem anderen System hinterher. Diese Global Transaction Identifiers ging leider, muss man sagen, nicht mit allen SQL-Befehlen. Und dieses Create Table as Select, das war eines von denen, das war kein Atomic Statement. Weil es kein Atomic Statement war, konnte man tatsächlich nicht über GTIDs abfrühstücken. Und das ist jetzt Geschichte. Das führt jetzt eigentlich dazu, dass man tatsächlich alle SQL-Befehle auf Basis GTIDs mit ausführen kann. Diese ganzen Limitierungen, die es früher gab, gibt es so eigentlich nicht mehr. Gut, dann hatte ich schon gesagt, automatisches Node-Provisioning oder Cloning. Ich meine, die Idee ist relativ einfach. Ich habe einen Server A und ich kann jetzt über die MySQL-Shell mit einem Befehl sehr, sehr einfach eine Kopie dieses Servers ziehen. Ich kann das im Betrieb machen, das System kann weiterlaufen, das Ganze ist atomic, das Ganze ist consistent. Das heißt, ich habe ein System, der surft irgendwie mein WordPress oder meine Applikation XYZ und kann zeitgleich tatsächlich Klon von diesem System erstellen und auf Basis von diesem Klon kann ich dann später eine Replikation oder ein Cluster aufbauen. Das ist die Idee von Klon, ist wie gesagt auch keine neue Funktionalität mehr. Viele verwenden das auch tatsächlich, um Backup durchzuführen. Ich habe dann halt tatsächlich ein Backup von dem kompletten System. Das ist die Idee von dem Klon. Wie gesagt, werden wir es sehr, sehr häufig jetzt verwenden folgend und muss man auch so ein bisschen im Hinterkopf haben, ist aber auch keine neue Funktionalität. So, ja. HA, Cluster. Es geht hier um Clustering. Ja, und sind wir an dieser Stelle mal ganz ehrlich, so ein Cluster, das will eigentlich jeder haben. Wenn man jetzt einfach mal guckt, Facebook, Twitter, GitHub, diese ganzen Services, die stehen im Internet zur Verfügung. Das heißt auch zeitgleich, dass typischerweise keinerlei Downtimes es in irgendeiner Art und Weise gibt. Das heißt also, HA ist tatsächlich so ein Key Requirement geworden, wie vieles andere an dieser Stelle halt eben auch. So, und was kann man jetzt machen? Was kann man tatsächlich verwenden, um ein HA abzubilden? Und da fangen wir einfach mal mit einer Technologie an, die es schon relativ lange gibt, mit der Replikation. So, Replikation, sinngemäß ganz einfach. Auf der letzten Seite habe ich mein Master und Slave. Sorry, ich habe hier noch die alte Nomenklatur verwendet. Master und Slave gibt es eigentlich nicht mehr. Das heißt heute Source und Replika. Das hat politische Hintergründe. Ihr habt auch mitbekommen, Amerika. Black Lives Matter. Von der Seite hat man die Namensdeklaratur hier an dieser Stelle geändert. Sorry, ich habe es einfach nicht gesehen. Aber ich habe in der linken Stelle, also was früher mein Master gewesen ist, heißt heute Source und was früher der Slave gewesen ist, heißt heute das Replika. Gut, ich habe links meine Source, das heißt, alles von meiner Applikation wird in diese Source reingeschrieben und wird dann tatsächlich als Kopie in den Binary Log, daher kommen diese großen Dateien des Binary Logs, eben mit vorgehalten. Das heißt, das Binary Log hat sinngemäß nur die Änderungen, die auf die Datenbank impliziert werden. Und diese Änderungen des Binary Logs, die können tatsächlich dann über die Replikation auf ein Zweitsystem mit übernommen werden. Typischerweise steht eine Kopie des Binary Logs auf meinem Replica-Slave, auf meinem Slave-Server zur Verfügung. Und dieses Relay-Log ist sinngemäß nichts anderes wie eine Kopie von diesem Binary-Log und wird auf Basis dieses Relay-Logs dann tatsächlich über mehrere Appliers auf meinen Server appliziert. Sodass ich mit einem gewissen Zeitverzug, da könnte eine Latenz dazwischen sein, zwischen der Source und dem Replika, das kann durchaus, ja, Ostküste, Westküste, New York, Frankfurt oder sowas. Replikation ist latenztolerant. Das heißt, macht an dieser Stelle nichts aus. Heißt aber, dass der Replika-Server, dass der Slave-Server an dieser Stelle meistens wahrscheinlich nicht so ganz 100% akkurat ist, dem Originalsystem. Das muss man sich an dieser Stelle so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Aber mal ganz grundsätzlich, die allermeisten Dateien oder die allermeisten Records, die auf meinem Master-System zur Verfügung stehen, stehen tatsächlich auf meinem Replika-System auch zur Verfügung. Da haben wir hier so ein kleines Sinnbild. Ja, also ich habe auf meinem Source-System habe ich eine Transaktion, die einkommt, die wird exekutiert, die wird im Binlog vorgehalten, die wird gegenüber der Storage Engine committed. In dem Moment, wo sie committed wird, steht sie auch für andere Applikationen zur Verfügung. Man sieht aber hier schon ziemlich deutlich, dass wenn auf dem Replika 1 und Replika 2 System die Informationen ankommen, es wahrscheinlich zu einem Zeitverzug gibt. In dem Moment, wo ich einen Read machen würde auf allen drei Systemen, gäbe es zu dieser Zeit, wo genau diese Änderung, diese
Transaktion eingeflossen ist, wahrscheinlich keinen konsistenten Output. Das will man ganz oft nicht. Auf der anderen Seite, es ist ja, Latency Tolerant, ist ein großer Vorteil und funktioniert, wie gesagt, schon sehr, sehr, sehr lange. Das funktioniert typischerweise eigentlich ja ultra massiv. So, das Aufsetzen von so einer Replikation, ich gehe mal davon aus, jeder, der mit MySQL gearbeitet hat, hat es schon mal gemacht. Das ist ein manueller Shop. Da muss man so zwei, drei Sachen machen. Man muss einen Benutzer anlegen. Ganz wichtig an dieser Stelle ist aber, man muss vor allen Dingen erstmal eine Kopie der Originaldaten auf das Replikasystem bringen. Ob man das jetzt mit einem Backup macht, ob man das mit einem Snapshot macht oder sonst irgendwie, lasse ich erstmal dahingestellt. Aber ganz wichtig ist, ich brauche erstmal einen Anfangspunkt, damit ich von den Daten des Binaries anfangen kann, diese Daten dann abzuändern. So haben wir das in der Vergangenheit gemacht. Wie gesagt, das lief ultra stabil und das hat eigentlich schon so die erste HA-Lösung eben mit aufgebracht. Ja? Also wenn ich so ein Serversystem ABC hatte, mein Source-System war mein A, meine Replikas waren B und C und in dem Moment, wo mein Source-System A dann tatsächlich kaputt gegangen ist, dann habe ich einen von den anderen zwei Replikasystemen, von den zwei Slave-Systemen verwendet und habe dann tatsächlich da einen neuen Master, ein neues Source rausgebaut und habe meinen anderen Slave tatsächlich auf diesen Slave Server B, auf den ja, ehemaligen Slave Server B connected und habe dann an diesen Daten mit weitergemacht. Wie gesagt, soweit ist es absolut nichts Neues, das hat jeder schon mal gemacht. Jetzt muss man dazu sagen, da gab es sehr, sehr viel Einfallsreichtum. Da wurde sehr, sehr viel konfiguriert, da wurde sehr, sehr viel geskriptet. Das hat letztlich dazu geführt, dass das zwar sehr, sehr flexibel gewesen ist, dass wir uns dann aber irgendwann sehr, sehr schwer getan haben, da Bugfixes dafür zu betreiben, die Dokumentation anzupassen. Und irgendwann sind wir einfach da ein bisschen aus dem Ruder gelaufen und das war nicht mehr handelbar. Ich sag mal, es gab nicht die HA-Lösung, sondern jeder hatte seine HA-Lösung. Also Master-Master-Konstrukte, Master-Ring-Konstrukte und so weiter und so fort. Das kann man auch alles noch machen, versteht mich nicht falsch an dieser Stelle, nur irgendwann wird es aus unserer Sicht irgendwie unsupportbar. Und jetzt hat man tatsächlich diese erste große Änderung vorgenommen, das war Anfang des Jahres und man hat gesagt, okay, wir vereinheitlichen jetzt die sogenannte Replika oder Replikationssystem in den sogenannten Replikasets. Das Ganze basiert auf einer asynchronen Replikation, so wie wir das früher auch gemacht haben. Und jetzt nehmen wir diese anderen zwei Komponenten, die wir bis ja, Januar dieses Jahres tatsächlich nur im Clusterumfeld hatten, die nehmen wir jetzt her und die können eben jetzt auch für die Replikation verwendet werden. Das heißt, in dem Bild hier, ich habe zwei Applikationsserver. Und ich habe unten eine Replikation mit einer Source und mit einer Replikation. Und wenn ich jetzt auf diese Replikation zugreifen will, möchte automatisiert auf meinen Source-Rechner kommen, dann kann ich eben jetzt auch den Router verwenden. Ja? Vielleicht kennt der ein oder andere das schon von dem InnoDB-Cluster. Der macht das an dieser Stelle ganz ehrlich. Das ist genau derselbe Router und der kann eben jetzt auch die Replikation handeln. Und was eben auch noch dazu kam, ich kann so eine Replikation jetzt auf Basis der MySQL-Shell aufsetzen. Das heißt, ich kann die Replikation weitestgehend automatisieren. Dieses ganze Benutzeranlegen, die Daten rüberziehen, das ganze Securing, das Einspielen von Zertifikaten, alles das kann mir tatsächlich meine MySQL-Shell jetzt automatisiert mitmachen. Und natürlich das Beispiel Klon. Ich kann sehr, sehr einfach Systeme dazufügen. Ich kann sehr, sehr einfach Systeme löschen. Eben immer jetzt auf Basis der MySQL-Shell. Ich kann das auch über klassische Replikation immer noch tun. Hat sich nicht geändert. Es sind dieselben Technologien. Ist nur jetzt über die MySQL-Shell eben sehr, sehr einfach automatisiert. Wenn man sich das jetzt einfach mal vorher, nachher anschaut, also vorher muss ich halt immer erstmal ein Backup machen, ja, ein Dump oder ein Backup oder ich habe irgendwie einen Datei-Snapshot, habe die Systeme runtergeführt, kann man, wie gesagt, immer noch machen. Einfacher an dieser Stelle ist jetzt einfach zu sagen, wir nehmen den InnoDB-Klon, was, wie gesagt, Bestandteil von den Replikasets ist. Dieses ganze Anlegen von Benutzern und Anlegen von Passwörtern kann man immer noch automatisiert machen, kann man jetzt aber auch über die MySQL-Shell sehr, sehr einfach konfigurieren. Dieses ganze Load-Balancing, ich habe meinen Source, also zuallererst mal möchte ich ja tatsächlich, dass automatisch auf meinen alten Master, jetzt halt Source, geschrieben wird. Das macht jetzt automatisch mein Router. Und in dem Moment, wo ich die Replikation jetzt ändere, wo ich also tatsächlich die Source ja degradiere auf ein Replika und einen anderen Replika promoviere, promote auf Basis eines neuen Source-Rechners, dann kann das der Router jetzt automatisiert verstehen.
Und diese ganze Router-Konfiguration, wer den schon mal verwendet hat, das ist ein Befehl. Also diese Router-Konfiguration wird typischerweise gebootstrapped von dem Replikasystem oder auch von dem MinoDB-Cluster-System. Es ist also wirklich denkbar einfach. Und der Router ist komplett stateless. Der nimmt die Technologie dynamisch her. Der Router pollt für diese Information und die Replikasets und auch MinoDB-Cluster pusht auch diese Information, sodass es typischerweise sehr, sehr einfach ist, ein Switchover und Failover zu generieren. Alles wird, wie gesagt, jetzt über die Shell konfiguriert. Also man muss nichts mehr irgendwie mit manuellen User-Settings und mit Point Master 2 und Automatik. Kann man alles noch machen, ist aber eben nicht mehr notwendig. Und gerade dann, wenn ich sehr, sehr viele Systeme habe, die ich jetzt auch dynamisch habe, die MySQL Shell kann ja sehr, sehr einfach in entsprechende Skripte mit eingebunden werden, kann man das weitestgehend alles sehr, 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 sehr einfach automatisieren. Also wer einfach mal eine Replikation, eine größere Replikation früher aufgesetzt hat, ich kann das in der Replikation in Abhängigkeit der Netzwerkgeschwindigkeit, wie schnell ich die Daten hin und her kopieren kann, innerhalb von ein paar Minuten machen. Das hat unter Umständen allein das Einspielen von Dumps hat vielleicht früher schon irgendwie mal eine Stunde gedauert. Diese Zeiten sind tatsächlich alle vorbei. MySQL InnoDB Replikasets ist genau dasselbe, was wir früher Replikation genannt haben. Es ist nur automatisiert und mit dem Replikasets verwenden wir eben jetzt auch sowohl den Router als auch die MySQL Shell. Die Requirements an dieser Stelle. Also Replikasets funktionieren tatsächlich nur mit MySQL 8. Sie funktionieren nicht mit Release 5.7. GTID, Global Transaction Identifier, sind mandatory, sowohl für den Cluster als auch für die Replikaset. Die Replikasets machen Stand heute keinen automatischen Failover. Es ist ein manueller Failover. Wir schauen das uns an dieser Stelle gleich an, aber es ist nicht automatisiert. Der Router entscheidet nicht, wer ist mein Primary, wer ist mein Source-Server und wer ist mein Replika-Server. Das muss ich nach wie vor tun auf Basis der Replikation. Ich kann das jetzt auch über die MySQL Shell, wir werden es gleich sehen, sehr, sehr einfach hin und her pointen. Der Router übernimmt automatisch diese Replikation, aber es ist keine automatische Failover-Lösung. So, alle Secondary Members replizieren immer vom Primary, also wie gesagt, wie das früher auch gewesen ist mit meinen Source und meinen Replika-Servers. Und Replikation und Replication-Sets sind eben latenztolerant. Und das muss man immer im Hinterkopf behalten. Also die Netzwerkgeschwindigkeit zwischen den zwei oder beliebig vielen Servern ist an dieser Stelle relativ unwichtig. Es kann aber im Umkehrschluss dazu führen, dass meine Replikasysteme dem Source-System hinterherhängen. Das sind typischerweise nur ein paar, ja, Records. Typischerweise ist es im Bereich von ein paar Millisekunden, wenn man das gut aufgesetzt hat. Aber tatsächlich ist das die Idee und tatsächlich ist es auch so gewollt. So ein Replikaset. Also das sind jetzt nur die Folien. Das andere machen wir an dieser Stelle dann gleich live. Wie baue ich das auf? Also ich habe zwei MySQL-Systeme. Auf dem einen System läuft MySQL 8 mit einem großen Datenset. Und auf dem zweiten System läuft erstmal noch nichts. Was ich als allererstes an dieser Stelle mache, ich gehe in die MySQL Shell, ich führe diesen Befehl dbconfigure-replica-set-instance aus. Der führt alle Schritte in der MyInni und in der Auto-MySQL-D durch, sodass dieses System verwendet werden kann. Das heißt, der setzt Global Transaction Identifiers auf On, wenn es nicht sowieso schon eingeschaltet war. Der konfiguriert mir, dass das Binary Log Enable ist. Der konfiguriert mir die ganzen Security-Berechtigungen. Also der macht an dieser Stelle alles, der nimmt alles erstmal vor, damit die Systeme replizieren können. So, der zweite Schritt an dieser Stelle, das kann unter Umständen auch beinhalten, dass ein Restart gemacht wird. Er fragt vorher, ob dieser Restart wirklich gemacht werden soll, aber das kann unter Umständen auch heißen, dass ein Restart gemacht wird. So, der zweite Schritt an dieser Stelle, Create Replica Server, ist, dass ich tatsächlich ja, die Source-Quelle meines Replikasets, den sogenannten Primary-Server, definiere. Ich connecte mich auf diesen Server, wie gesagt, ist alles in der MySQL Shell hier, auf Server 1, 3306, Create Replikaset. Das heißt, zu diesem Zeitpunkt wird ein sogenanntes Metaschema-Datensystem angelegt. Dieses Metaschema-Datensystem beinhaltet die Konfigurationsdateien. Ich könnte den Status checken von meinem Source, von meinem Primary Server und könnte dann Server 2 und Server 3 mit dazu nehmen. Und tatsächlich ist es so einfach. Also Add Instance, ja, in diesem Beispiel ist es dann Server 2 und Add Instance Server 3. Je nachdem, wie viele Daten ich da vorgehalten habe auf dem System, kann das einen Augenblick dauern. Wenn das, ich sag mal, jetzt 100 Gigabyte Daten sind, werden tatsächlich von meinem Originär, von meinem alten Master, jetzt Source-System, die Daten
gesynkt auf mein zweites System. Wie gesagt, wie lange es halt dauert, diese 100 Gigabyte Daten zu übertragen. Das zweite System wird an dieser Stelle, Server 2 und Server 3, wird nochmal gerestartet und bildet sich dann dynamisch in die Replikation an. So einfach ist es mittlerweile. Also es sind wirklich nur 4 oder 5 Befehle. Es ist im Regelfall rock solid und es basiert auf Basis der alten Replikation. Wer sich der besser damit fühlt, zu sagen, also hier Show Slave Status oder Master Status oder Reset Master oder was auch immer, das geht alles immer noch. Ja, also es ist nicht nur automatisiert, nur die Idee ist es halt tatsächlich so einfach wie möglich zu machen. Und ja, ich kann eben sehr, sehr einfach sagen, auf Basis der Replikation, Server A ist mein Primary Server oder in diesem Beispiel ist es dann Server 3. Ich kann das auf Basis der Replikation selbst so vorführen, dass die Replikation geändert wird und der Router das an dieser Stelle dann automatisch mit kann. Ganz einfach. So, diese Router-Integration funktioniert typischerweise dann, wie gesagt, als Bootstrap. Also ich ziehe mir diese Metadaten, die ich mit diesem Create-Replica-Set angelegt habe, auf einem Master-System sehr einfach dann rüber und der Router routet entsprechend auf die Instanz. Mit Set-Primary-Instance kann ich auf Basis der Replikation definieren, was ist jetzt mein Primary-Server, was ist mein Source, was ist mein Master. Der Router passt sich automatisch an. Sagen wir mal, ich habe 5 Systeme. Typischerweise habe ich dann ja einen Source und ich habe 4 Replika. Sagen wir mal, die Source ist kaputt gegangen. Network Disconnect, Plattencrash, ganz egal was. Kann ich auch ganz einfach sagen, Force Primary Instance, was heißt, dass mein MySQL Shell automatisch entscheidet, was ist denn tatsächlich der neueste Replikationsserver? Wer hat die meisten Daten? Wer hat die neuesten Daten? Und das ist tatsächlich dann mein neuer Source, das ist mein neuer Master. Und wie gesagt, der Router passt sich an dieser Stelle dann eben automatisch mit an. Das ist genau die Idee von den Replica-Set. Ist, wie gesagt, noch relativ neu mit MySQL 8. Ist eine ganz wichtige Komponente, weil wir eben versuchen, die Replikation so ein bisschen zu vereinheitlichen. So, aber an dieser Stelle nochmal ganz wichtig, und das ist tatsächlich jetzt dann auch der Switchover zu dem InnoDB-Cluster. Also es funktioniert eben nicht automatisch. Also in dem Moment, wo der Server M Master, die sogenannte Source, wo der runterfällt, dann ist der runtergefallen. Der Router kann sich halt dann eben nicht mehr auf diesen Server verbinden. Ich habe eine Outage. Was ich machen muss an dieser Stelle ist, ich muss die Replikation ändern, entweder mit Set Primary oder mit Force Primary. Das ist eine händische Sache. Natürlich kann ich das auch skripten, gar keine Frage. Und erst wenn ich tatsächlich dann wieder eine neue Primary Server habe, erst dann geht meine Applikation, erst dann kann ich meine Applikation letztlich wieder betreiben. Und genau das ist der Punkt, genau das ist der Unterschied zwischen der Replikation und dem InnoDB-Cluster. Die Replikation ist nicht automatisch. Ich kann auf Basis von 2, 3, 5 beliebig vielen Systemen ein Failover initiieren, aber ich, der Mensch, muss ihn initiieren. Und genau das ist der Unterschied, der jetzt mit dem InnoDB-Cluster anders ist. So, ich werde auf die Fragen dann in 20 Minuten etwa dann eingehen. Gut, InnoDB-Cluster. Fangen wir mal an. Das heißt auch Replikation, MySQL Group Replikation. Jetzt, was ist das? Es ist ganz genau genommen keine Replikation, auch wenn es so heißt. Es ist ein eigenes Protokoll, was wir hier verwenden, GCS, Group Communication System, was auf Basis von Paxos, wir verwenden hier eine sogenannte Mencius-Variante, was sinngemäß heißt, auf Basis von 3 Servern ist jeder Server zu den anderen 2 Servern verbunden. Es ist also einfach ein Broadcast-Protokoll, ist kein Roundtrip-Protokoll, das ist diese Mencius-Variante. So, und auf Basis von diesen 3 Systemen habe ich jetzt ein eigenes Protokoll initiiert, das GCS Group Communication System. Und dieses Protokoll, dieses Tool ermöglicht mir jetzt sicherzustellen, dass ich auf allen Systemen einen gleichen Cache habe. Ich sage jetzt einfach mal vereinfacht, das ist das Binary Log. So kann man sich es relativ einfach übertragen. Und dieses Binary Log ist auf allen Systemen hundertprozentig identisch. Das ist die Idee von dem Replikations, von der Group-Replikation. Wenn jetzt tatsächlich einer von diesen 3 Systemen, warum auch immer, ein Problem hat, dann können die anderen 2 Systeme, die den gleichen Status haben, bestimmen, dass der dritte System aus dem Clusterkonstrukt rausgeschmissen wird. Oder dass er eben rausgeschmissen wird. Und wenn der alte, auch da gibt es Primary und Secondary Rollen, auch wenn der alte ein Primary hat, dann entscheiden die 2, also pass mal auf, den alten Primary, den werfen wir jetzt raus und wir 2 Secondaries einigen uns jetzt darauf, dass du der neue Primary Server bist. Das heißt, dieser ganze Failover, der funktioniert bei der Group-Replikation automatisiert. Und die Entscheidungsmatrix, welcher Server jetzt tatsächlich mein neuer Primary Server ist,
Das treffen die zwei Systeme, die denselben Status haben. Typischerweise ist es die kleinste UUID. Man kann das auch ganz einfach konfigurieren mit sogenannten Member Weights. Aber mal grundsätzlich, wenn drei Systeme, wenn ein System nicht den richtigen Status hat, dann bestimmen die anderen zwei Systeme, dieser dritte Server, den kicken wir jetzt einfach raus. Wir können dann auch noch genau definieren, was mit diesem dritten Server passieren soll, dass der wieder automatisch zu dem Cluster-Konstrukt dazugenommen wird. Kann man alles machen. Aber mal grundsätzlich, zwei Systeme können den dritten Server übertragen. Deswegen bietet es sich auch an, eine ungerade Anzahl von Server zu haben. Weil wenn ich zwei oder vier Systeme habe, gibt es halt die Möglichkeit, ja, bei vier Systemen, dass es ja equal gibt, dass ich ein Split Brain habe. Und das wollen wir auf alle Fälle an dieser Stelle verhindern. Das ist die Group-Replikation. Und in Verbindung, hier schließt sich dann wieder der Kreis zu den Replikasets, in Verbindung mit der MySQL Shell und mit dem MySQL Router sprechen wir von dem sogenannten InnoDB-Cluster. Das ist der InnoDB-Cluster. Das andere war das InnoDB-Replikaset. Grundsätzlich der Aufbau, ich habe mindestens drei Server. Das ist ein großer Unterschied zu den Replikasets. Ich kann ja mit zwei Systemen replizieren. Ich brauche auf Basis der Entscheidungsmatrix, dass die Mehrheit der Systeme entscheidet, ob ein Cluster funktional ist oder nicht. Aber hier immer einen dritten Server und deswegen also drei Server. Auch hier wieder, ich setze das Ganze mit der MySQL Shell auf. Das Ganze ist eine Sache von 2-3 Minuten. Ich werde es gleich in der Live-Demo auch präsentieren. Und kann dann, ähnlich wie ich das bei der Replikaset auch gesagt habe, über die Applikation, über den Router konfigurieren, wo soll es denn hingeroutet werden. Also ich habe meine drei Systeme, in diesem Beispiel ist mein Primary Server im Moment der ganz linke Server, der Router pointet tatsächlich auf Primary, der macht Reads und Writes, der Router könnte die anderen zwei Systeme als Read-Only-Systeme auch ansprechen, würde die auch entsprechend Load balancen, wäre keine Riesensache an dieser Stelle. Jetzt gehen wir mal davon aus, es gibt ein Problem, also es gibt einen Crash, ja. Das heißt, dieser Server fällt an dieser Stelle weg, was dazu führen würde, dass die anderen zwei Secondary-Systeme sich jetzt entscheiden, dass einer von denen die Primary-Rolle übernimmt. Der Router würde auf den Primary-Server zeigen, der andere Server wäre nach wie vor noch der Secondary und vielleicht ist es ja sogar so, dass dieser alte Primary, der hatte nur ein Netzwerk-Hiccup oder sowas oder hatte irgendwie YAML-Update oder keine Ahnung, also er war halt irgendwie nur vorübergehend nicht verfügbar. Kann durchaus sein, dass der diese Gruppe auch automatisch wieder joint. Aber er ist halt kein Primary-Server mehr, sondern ist dann einfach nur noch ein Secondary-Member-Server. Das ist die Idee von dem InnoDB-Cluster. Das kann man, wie gesagt, alles weitestgehend automatisieren. So, jetzt schauen wir uns auch hier natürlich die Requirements an. Da fällt zunächst erstmal auf, wir unterstützen hier auch ältere Releases. Also Release 5.7 läuft tatsächlich auch mit der Group-Replikation. Das ist keine neue Technologie. Das gibt es schon einige Jahre. Dementsprechend kann man das mit 5.7 machen. Allerdings, um Latest und Greatest, also wenn es um die Technologie des Klonens zum Beispiel geht, geht typischerweise alles nur in MySQL 8. Ich würde wirklich jedem empfehlen, das nur mit MySQL 8 zu machen und nicht mehr mit dem Release 5.7. By the way, das Release 5.7 ist im Oktober des nächsten Jahres 5 Jahre verfügbar. Das heißt, es fällt vom Support-Modell, fällt es zurück auf den sogenannten Extended Support, was grundsätzlich erstmal noch gar nichts heißt. Wir werden immer noch Patches, Updates und alles dafür liefern. Allerdings in 3 Jahren ist tatsächlich mit dem Release 5.7 Schluss. Also es ist jetzt eigentlich so eine ganz gute Zeit, sich über MySQL 8 Gedanken zu machen. InnoDB Cluster wird tatsächlich nur von InnoDB unterstützt. Das sagt ja auch der Name schon irgendwie. Und Stand heute ist es wirklich noch so, ein Primary Key ist mandatory. Kein Primary Key, kein InnoDB Cluster. Diese Limitierung wird fallen. Stand heute ist sie aber noch nicht gefallen. Und wenn ihr Tabellen habt, und da kommt man ganz, ganz, ganz schnell in diese Falle mit WordPress, mit TypoTry, mit Content Management System, dass da Tabellen sind, die kein Primary Key haben, dann geht der InnoDB Cluster nicht. Punkt. Also ich brauche ein Primary Key, mandatory. Und ich brauche auch die Global Transaction Identifiers. Und hier schließt sich jetzt so ein bisschen der Kreis. Wie gesagt, früher war tatsächlich gewesen, Create Table as Select war kein Atomic Statement. Dementsprechend konnte man das nicht mit den GTIDs verwenden. Das ist vorbei, das ist Geschichte. Seit Juli kann ich das tun. Ein ganz häufiger Anwendungsfall ist Cloudera. Cloudera Admin Manager oder Cloudera Manager. Der Cloudera Manager läuft typischerweise auf MySQL. Das ist eine hochkritische Komponente, kann man jetzt mit InnoDB Cluster auch sehr, sehr einfach verwenden, weil, wie gesagt, seit Juli diesen Jahres gibt es eben dieses Create Table as Select Statements, also Topic Statement. Dementsprechend gibt es jetzt, soweit ich weiß, keine SQL Statements mehr, die nicht in GTID ausgeführt werden. Und ich mache das sogenannte Raw Logging im Binary Log. Und ganz, ganz wichtig, das ist der Unterschied zu der Replikation, die Netzwerk
Verbindungen zwischen den Cluster-Members, die müssen super sein. Also perfekt trifft es eigentlich eher. In dem Moment, wo die Hiccups haben, wo da Latenzen drin sind, dann ist auch mein Cluster langsam und unter Umständen fliegt mir auch mein Cluster auseinander. Das Netzwerk muss einfach super sein. Ende. Es gab einen Vortrag, ich weiß nicht, wer den gesehen hat, von Uber auf der FOSDEM dieses Jahres, wo sie gesagt haben, also unsere Netzwerkverbindungen sind nicht ideal. Solange die alle drei gleich schlecht sind, ist es kein Problem. Da würde ich mich nicht drauf verlassen, sage ich ganz ehrlich. Also wir gehen bei dem InnoDB-Cluster davon aus, dass das Netzwerk einfach perfekt ist. Also sage ich jetzt einfach mal, ein Cluster in Frankfurt, in New York und in San Francisco ist aus meiner Sicht eigentlich zum Scheitern verurteilt, weil alles irgendwie in einem Rack ist oder ich sage mal zumindest latenztechnisch gesehen sehr, sehr nahe, ist es kein Problem. Dann werde ich immer gefragt, ja, was ist die Latenz? Was geht nicht? Es gibt keinen Hardwert diesbezüglich. Ich sage dann immer so, alles im Bereich von ein paar Millisekunden ist eigentlich noch ganz okay, aber immer dann, wenn es zweistellig im Bereich von Millisekunden wird, würde ich den InnoDB-Cluster so nicht mehr verwenden. Gut, jetzt bitte ich einfach mal in den Chat kurz zu schreiben. Ich würde gerne die Live-Demo machen, ob ihr das so seht, was ich jetzt hier mache. Kleinen Augenblick. So, also könnt ihr die MySQL-Shell, jetzt sehe ich euch nicht. Ja, die ist sichtbar. Die ist sichtbar, okay. Gut, kleinen Augenblick. Wir bauen das an dieser Stelle jetzt mal auf. Wir rufen die Applikation auf. Die Applikation heißt Marius Demo, das ist eine kleine Java-Applikation, die gleich irgendwo läuft. Hier läuft sie. So, die brauche ich jetzt ganz kurz. Die will ich jetzt ganz kurz pinnen. So, also das ist jetzt mein InnoDB-Cluster. Im Moment läuft da noch gar nichts. Da laufen drei Systeme. Ihr werdet jetzt gleich sehen, wir fahren die hoch und runter. Wir bilden jetzt den Cluster. Ich habe hier Cluster 1, Cluster 2 und Cluster 3. Wie gesagt, im Moment läuft da diesbezüglich noch gar nichts. Das Erste, was ich machen muss, ist, ich muss tatsächlich sagen, okay, ich möchte diesen Cluster 1 konfigurieren. Dazu starte ich auf meinem System die MySQL Shell. Das ist jetzt ein anderes System, das ist vollkommen egal, ob das lokal oder ob das remote ist. Und sage, okay, bitte konfiguriere mir den Server 1, sodass der InnoDB Cluster aware ist. Man sieht schon, das ist der Stand eben nicht, ja, aber bitte nimm diese Änderungen vor und ja, bitte starte dieses System auch für mich automatisiert. Man sieht schon, der Cluster 1 an dieser Stelle wird jetzt gestartet, der ist kurze Zeit nicht verfügbar. Ich mache das jetzt auch für meinen Cluster 2 und ich mache das jetzt auch für meinen Cluster 3. So, das ist alles, was ich tun muss. Meine Clusterinstanzen sind jetzt schon vorbereitet. Das war der erste Schritt. So, was ich jetzt machen muss, ist, ich muss den Cluster tatsächlich aufbauen. Dazu verbinde ich mich jetzt auf mein erstes System, Cluster 1. Das ist aber ganz egal, von welchem System ich das mache. Und bilde jetzt tatsächlich meinen Cluster mit dem Befehl dba create cluster. Man sieht schon, da passiert was in dem Bild und man sieht schon, der Cluster geht jetzt automatisch in diese blaue Box. Alles, was in dieser blauen Box ist, ist tatsächlich jetzt Bestandteil des Clusters. Das war der erste Schritt. So, der zweite Schritt, vielleicht hat auch der ein oder andere diese Demo schon mal gesehen, ist, ich nehme diesen zweiten Cluster jetzt mit dazu. So, und jetzt sieht man aber den Unterschied. Ich hoffe, dass ihr es lesen könnt. Er fragt mich jetzt sinngemäß, dieser Cluster hat einen anderen, oder dieser Member hat einen anderen Status wie der erste Cluster. Was soll ich tun? Soll ich den Increment dazu nehmen? Soll ich einen Klon machen? Und typischerweise sage ich hier dann immer, ja, mach einen Klon. Was heißt, ich ziehe mir jetzt eine Kopie von meinem ersten System, der bereits in dem Cluster ist, rüber. Man sieht schon, da passiert jetzt ein bisschen pfeiltechnisch was. Der Server wird zum Neustart oder zum Ende hin dann nochmal neu gestartet. Und wenn das System jetzt verfügbar ist in einer Sekunde, wird das mein Cluster-Member werden. Wie gesagt, es dauert einen kleinen Augenblick. Und diesen Schritt werde ich dann auch gleich für meinen dritten Cluster machen. Und man sieht schon, das ist jetzt ein Cluster-Member. Der erste Server ist mein Primary-Server, mein Read-Write-Server. Der zweite Server ist tatsächlich nur Read-Only. Und das Gleiche muss ich jetzt dann auch für meinen dritten Server tun. Auch das dauert an dieser Stelle wieder einen kleinen Augenblick. Und dauert immer noch einen kleinen Augenblick. Immer noch einen kleinen Augenblick. So,
Jetzt ist er aber gleich dabei. So, das war's an dieser Stelle schon gewesen. Mein Cluster ist aufgebaut. Was jetzt noch fehlt, ist mein Router. Mein Router, das ist diese schwarze Box, wo im Moment diese drei Fragezeichen zu sehen sind. Und was ich jetzt an dieser Stelle mache, ich connecte den Router einfach zu dem Cluster, sage Bootstrap. Ich nehme jetzt hier Server 3, das ist ganz egal, ob das 1, 2 oder 3 ist. Was heißt, dass die Metadaten des Clusters auf den Router übertragen werden und der Router die Konstrukt oder das Bild von dem Cluster weiß. Das geht relativ schnell. Ich brauche dazu nur das Passwort. Und last not least starte ich meinen MySQL-Router. Und in dem Moment, wo ich den jetzt starte, achtet mal bitte auf die drei Fragezeichen, wird mein Router die drei Fragezeichen ersetzt und er pointet im Moment auf den Read-Write-Server, was der Server Nummer 1 ist. So, jetzt nehmen wir hier mal Last dazu. Ich nehme da grüne Last dazu, ich nehme rote Last dazu. Was heißt, da passiert jetzt ein bisschen was auf meinem System. Und ich nehme auch die rote Last noch mit dazu. So, das heißt, ich füge da Systeme ein. Typischerweise werden jetzt auf den ersten Server eingesetzt oder werden auf den ersten Server eingefügt und typischerweise werden sie von Server 2 und Server 3 gelesen. Mein Cluster läuft. Die Applikation verbindet auf den Router und der Router verbindet in diesem Beispiel jetzt auf den Server 1, weil das der Read-Write-Server ist. Ja, und jetzt kommt natürlich die große Frage. Ja, was wenn? Ja, was wenn zum Beispiel dieser Server 1 jetzt ja, ausfällt? Und jetzt mache ich einfach mal die Hardcore-Variante und sage einfach mal so, ich boote den jetzt einfach mal. Man sieht schon, ups, der Server fällt raus. Die Applikation, ich weiß nicht, wie zeitnah ihr das jetzt seht, ist für 2 Sekunden geblockt. 2 Sekunden ist der Default-Timeout, kann ich konfigurieren. Ihr seht aber auch, der Cluster-Konstrukt hat sich automatisch geändert. Mein neuer Master-Server oder mein neuer Primary-Server ist der Server Nummer 2. Der hat einfach die niedrigste UUID gehabt, könnte ich jederzeit ändern. Meine Applikation hat tatsächlich aber nur genau genommen für 1 Sekunde oder für 2 Sekunden ausgesetzt. Das ist die Idee von dem InnoDB-Cluster. Genau dieses automatische Switchover, genau das dafür ist der InnoDB-Cluster gebaut. Das ist die Stärke. Das war jetzt ein Reboot gewesen. Das System wird gleich wieder hochkommen. Ihr werdet gleich auch wieder sehen. Der nimmt dann wieder an dem Member-System teil. Es ist jetzt ziemlich offensichtlich, dass da Änderungen gewesen sind. Das heißt, er hat jetzt erstmal versucht, die Änderungen auf Basis Binary-Logs nachzuziehen. Dadurch, dass das weniger wie 1000 Änderungen gewesen sind, hat er tatsächlich nur das Binary-Log abgearbeitet. Wären das mehr wie 1000 gewesen, das ist ein Wert, den könnt ihr konfigurieren, hätte er tatsächlich auch erst wieder einen Klon von dem System gemacht, hätte die Daten geklont und hätte dann automatisch wieder an dem Cluster-Konstrukt weitergemacht. Genau das ist die Idee von dem InnoDB-Cluster, genau das ist die Stärke. Und jetzt muss man einfach entscheiden, ja, was will ich in meiner Produktion? Möchte ich diesen Automatismus? Dann ist der InnoDB-Cluster gut. Ich muss wissen, A, ich brauche mindestens 3 Systeme, mit 2 Systemen geht es nicht. Und ich muss wissen, die Netzwerkverbindung zwischen diesen 2 Systemen, die sollte richtig gut sein, weil sonst mein Cluster sehr, sehr langsam ist. Und in dem Moment, wo ich sage, naja, ich kann eben nur mit 2 Systemen arbeiten, ganz, ganz, ganz häufig reicht das eben aus, kann ich das mit dem Replica-Set auch machen. Ich muss halt nur wissen, in dem Moment, wo mein Primary-Server des Replicas jetzt runterfällt, muss ich als Mensch oder als Skript, wie es halt konfiguriert, die Replikationskonstruktion ändern und könnt dann über diese geänderte Replikationskonstruktion auch automatisiert mit dem Router weiterarbeiten. Gut, das war die Demo. Wer möchte, kann nachher noch in meinen an meinen Stand kommen. Da bin ich. Da können wir das gerne auch noch mal vertiefen. Ich würde gerne jetzt nur die Präsentation weitermachen. Ich hänge ein wenig hinterher in der Zeit. Ich mache das jetzt aber relativ schnell. Das, was ich euch eben gezeigt habe, das geht schon eine ganze Zeit lang. Nichtsdestotrotz, auch hier ist natürlich die Technologie weitergegangen. Die Version by Default, und wir können ganz schwer Defaults ändern an dieser Stelle, weil wir müssen immer die Kompatibilität zu den alten Systemen gewährleisten, heißt, sie ist Eventual Consistence. Also wir haben hier das Bild, ich habe meine Applikation schreibt Daten in meine Daten in den Server B. Und in dem Moment, wo jetzt ein Read erfolgt auf dem Server A, sieht man schon, naja, in meinem Log waren die Daten zwar enthalten, aber sie sind eben noch nicht appliziert worden auf die InnoDB Engine. Das heißt, die Information existiert nicht. Das heißt, obwohl ich hier den Record abgedatet habe auf 1, andersrum, obwohl ich den Record hier abgedatet habe auf 5, vorher war er 1, bekommt meine Applikation 1.
Das kann ein Problem sein, je nachdem, wie ihr die Applikation schreibt. Jetzt müsst ihr aber auch dazu wissen, mittlerweile kann man das im InnoDB Cluster konfigurieren. Wir haben verschiedene Consistency Levels. Mittlerweile haben wir 4 Stück oder 5 Stück, glaube ich sogar. Und je nachdem, was ihr hier haben wollt, könnt ihr dieses Verhalten konfigurieren. Also, es gibt 2 oder 3 relativ einfache. Es gibt einmal Synchronize Before Execution, was sinngemäß heißt, ihr habt hier wieder die Applikation, die eine Update auf den Server P schreibt. Die Information existiert im Log. Und jetzt wird tatsächlich der Reply des Server A's zur Applikation. Wir wissen ja, dass dieser Raw, dass diese Transaktion in den Logs ist. Die wird so lange zurückgehalten, bis sie gegenüber der InnoDB Engine appliziert wurde. Was heißt, entgegen der 1, was wir vorher bekommen haben, bekommt der tatsächlich jetzt den richtigen Wert 5. Das ist erstmal super. Jetzt muss man tatsächlich im Hinterkopf behalten, ja, der Server hält die Antwort der Applikation so lange zurück, bis das alles appliziert wurde. Das heißt, das System ist ein Ticken langsamer geworden. Und genau das ist der Punkt. Will ich es schnell oder will ich es konsistent? Also ich muss das eine oder ich muss das andere machen. Und da muss man einfach schreiben, wenn diese Before Execution zu langsam ist für euch, warum auch immer, ja, dann braucht ihr entweder schnelleres Netzwerk, schnellere Systeme, schneller, 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 schneller. Es ist jetzt immer eine Frage der Geschwindigkeit und der Konsistenz. So, dann gibt es noch den zweiten, den verschärften Fall an dieser Stelle, Synchronize After Execution, was sinngemäß heißt, ich habe hier wieder meine Applikation, die Information wird wieder auf B geändert und tatsächlich warten wir jetzt aber, bis alle Informationen des kompletten Servers appliziert wurden. Das heißt, je nachdem, wie der Aufbau des Systems ist, kann das noch ein bisschen länger dauern, aber mit After Execution ist gewährleistet, dass die Systeme zu jedem Zeitpunkt denselben Status quo haben. Das ist wahrscheinlich das, wo ihr sagt, ja, das will ich haben, aber ihr werdet es wahrscheinlich schon wissen, das ist halt noch ein Ticken langsamer. Also das Ganze ist hier ein Trade-off zwischen Speed und Consistency. In dem Moment, wo ich mit meiner Applikation sowieso immer nur auf Server B arbeite, ist das vollkommen irrelevant. In dem Moment, wo ihr sagt, ich möchte aber auch Server A und C mit ins Boot nehmen, genau dann braucht ihr diese Consistency Levels. Und es gibt eine Consistency Levels, wie gesagt, ich habe gesagt, es gibt 4 oder 5 Stück. Die möchte ich euch ganz besonders noch ans Herz legen. Das ist nämlich nicht der Status, das ist nicht der Default. Before on primary failover. Also wenn ein System überfällt, dann sollen erst die Logs abgearbeitet werden und dann soll weitergearbeitet werden. Jetzt sagt ihr wahrscheinlich, natürlich, das muss ja so sein. Ja, das sehe ich ganz genauso. Allerdings hatten wir halt mit Release 5.7 vor einigen Jahren ohne diese Consistency Levels angefangen. Wir können die jetzt nicht einfach ad hoc in dem Release 18, 19, 20 ändern. Das heißt, ich würde euch empfehlen, Before on Primary Failover, das sollte die Default Consistency sein. Das ist aber nicht der Default, weil wir tatsächlich eine gewisse History haben in den Produkten und das nicht einfach ändern können. Gut. Eine Änderung. Andere Änderung, ich bin in 5 Minuten fertig, dann gehen wir auf die Fragen ein. Andere Änderung, automatischer Cluster Rejoins. Ihr hattet es gesehen, ich habe das System eben gerebootet und ich sag mal nach einer Minute, das System hat es sich gebootet, ihr habt vielleicht ein YAML-Update oder irgendwie ein MySQL-Update gemacht, dann kommt das System wieder automatisch mit rein. Das kann man mittlerweile sehr granular konfigurieren. Ihr könnt sagen, okay, ihr möchtet, dass ein Server dann automatisch draußen bleibt. Ihr möchtet, dass es 3, 4, 5 Mal in 1, 2, 3, 4, 5 Minuten versucht wird, diesen Member wieder mit auf den Cluster raufzunehmen. Das kann man sehr, sehr granular mittlerweile konfigurieren. Ganz wichtig aber, in dem Moment, wo so ein Cluster rausfällt, ein Member rausfällt, dann dürfen auf diesem System keine Transaktionen mehr ausgeführt werden. Das passiert in der Praxis unter Umständen vielleicht schon, weil zum Beispiel der Connector irgendwie die Verbindung nicht getrennt hat oder weil ihr das forciert habt oder weil ihr irgendwelche externe Hardware verwendet. Und deswegen, das kann ein Problem werden, aber auch hier gibt es mittlerweile ganz viele Möglichkeiten, das zu konfigurieren. Zum Beispiel könnt ihr sagen, in dem Moment, wo so ein Member den Cluster verlässt, dann ist der by default offline. Was heißt, der macht gar nichts mehr. Also das Einzige, was der noch annimmt, sind irgendwelche Admin- oder Super-Privilege-Accounts, damit eben das System gefixt werden kann. Aber transaktionstechnisch bedient er keine Applikation mehr. Also auch wenn zu diesem Zeitpunkt noch eine Applikation auf dem InnoDB-Cluster-System hängt, der kriegt keine Antwort mehr, weil nur noch der Admin-User zu dieser Zeit dann irgendwas machen kann. Das klingt ein bisschen hart, allerdings, wenn es wirklich um die Konsistenz von den Datenbanken geht, und da geht es eigentlich immer darum, da ist es eine Key-Funktionalität und auch das kann man sehr, sehr granular konfigurieren. So, ich komme zum Ende. Last not least, auch eine Funktionalität, die Anfang des Jahres eingebaut wurde. Ich habe jetzt mehrere Router.
Ja, was ist denn, wenn jetzt tatsächlich so ein Router nicht mehr konfiguriert? Wie komme ich denn von meinem Applikationssystem auf den Router drauf, wenn der nicht auf der lokalen Maschine läuft? Auch hier gibt es mittlerweile mehrere Möglichkeiten. Ich könnte zum Beispiel über ein Round-Robin-Verfahren in den Konnektoren definieren, ja, also wenn halt Router 1 nicht verfügbar ist, dann gehe ich aufs Router 2 oder auf Router 3. Ich könnte allerdings auch DNS-SRV. Das ist mit den allermeisten Routern mittlerweile konfiguriert und vor allen Dingen in Container, in Docker-Environments mit Kubernetes und OpenShift ist das so mehr oder weniger der Status quo, wo ich tatsächlich den DNS-Service mit einem Service belegen kann und diesen Service-Status kann ich über die Konnektoren abfragen. Das heißt also, diese MySQL-Router werden aktiv von, in diesem Beispiel ist es jetzt hier Consul, andere SRV-Systeme gehen natürlich auch, gemonitort und geben den Status dann an die Konnektoren nur dann weiter, wenn tatsächlich meine MySQL-Router-Systeme entsprechend konfiguriert werden. Ist eine Konstruktion, funktioniert sehr, sehr gut. Vor allen Dingen, wie gesagt, in Kubernetes-Environments, in OpenShift-Environments. Ich habe es weniger in ja, nicht Kubernetes-Environments bis jetzt gesehen. Wir unterstützen ja noch nicht alle Konnektoren, die wir unterstützen. Ja, JDBC, ODBC, Python, Node.js, C++, .NET. Die sehen hier, wie gesagt, andere sind an dieser Stelle noch nicht alle unterstützt. Das war so die Einführung in den InnoDB-Cluster gewesen. Hab vielleicht so ein bisschen im Hinterkopf, wann verwende ich Replikation und wann verwende ich InnoDB-Cluster. Replikation, Minimum 2 Server, InnoDB-Cluster, Minimum 3 Server. Replikation, ich brauche kein Supernetzwerk. Das kann, ja, da können Latenzen dazwischen sein. Das ist latenzunabhängig, gerade wenn es um Disaster Recovery Ansätze geht. Unter Umständen ein Riesenvorteil. InnoDB Cluster ist einfach auf ein Supernetzwerk angewiesen. Natürlich hat InnoDB Cluster ein bisschen eine höhere Komplexität. Allerdings kann man das über die MySQL Shell sehr, sehr, sehr einfach abfrühstücken. Es ist tatsächlich sehr, sehr einfach, alles umzusetzen. Und ja, nehmt die entsprechende Abwägung vor. In meiner Funktion sehe ich ganz, ganz häufig, dass viele Kunden halt sagen, also drei Systeme, auch wenn das virtuell ist, auch wenn das Environment sind, das ist ein Overkill. Mir reicht die einfache Verfügbarkeit mit Replikation, auch wenn ich unter Umständen vielleicht ein paar Records verliere im Failoverfall. Es gibt da keine pauschale Ja-Nein-Antwort. Das ist einer der Gründe, warum wir auch die Replikation, die InnoDB-Replika-Sets eingeführt haben, weil es halt einfach sehr, sehr wichtig geworden oder immer noch sehr, sehr wichtig ist, auch wenn es den InnoDB-Cluster gibt. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Wenn ihr das Thema vertiefen wollt, könnt ihr gerne zu mir an den Stand kommen. Ich habe allerdings in einer Stunde schon wieder den nächsten Vortrag. Da werden wir so ein paar Dinge auch nochmal besprechen. Ein paar Dinge werden sich überlappen. Von der Seite vielleicht einfach am Nachmittag dann nochmal vorbeischauen. Ich bin allerdings durch jetzt mit dem Vortrag und würde jetzt tatsächlich mal die Fragen, wenn es denn Fragen gibt, bearbeiten wollen. So, im Moment sehe ich keine Fragen. Jetzt muss ich mal fragen. Moderator, hast du irgendwelche Fragen bekommen? Nee, hier ist nichts angekommen. Nee, ist nichts angekommen. Okay. Also, wenn es noch Fragen gibt, einfach in den Chat reinschreiben. Ich glaube, ich habe noch 3 Minuten. Bleiben wir das so lange noch in dem Chat drin oder musst du zumachen schon? Nö, die 3 Minuten gehen noch. Die 3 Minuten gehen noch. Also dann bleiben wir einfach bis zum Ende drin und wenn es Fragen gibt, entweder in den Chat schreiben oder wie gesagt nachher dann kann ein Cluster-System durch Replikation ergänzt werden? Sehr fantastisch gute Frage. Stand heute geht es nicht. Also ich kann keine 2 Cluster-Systeme zum Beispiel über eine Replikation verbinden. Was ich machen kann, Stand heute, ich habe einen Cluster und ich kann ein einzelnes System, also die Anzahl der Systeme ist hier das Wichtige, mit einer Replikation verbinden. Das heißt, ich habe, sagen wir mal, in Frankfurt habe ich 3 Systeme und ich sage mal, in Hamburg habe ich ein einzelnes System. Die kann ich über Replikation verbinden. Aber wenn man mal eins und eins zusammenzählt, dann ist auch klar, dass diese InnoDB-Replikation Kassetts sehr bald, das ist halt das, ja, die Idee, die wir dahinter haben, auch für Cluster angewendet werden kann. Das heißt, ich habe dann tatsächlich 3 Cluster in Frankfurt, 3 Cluster in Hamburg, 3 Cluster in Berlin und die werden über diese Replikasets genauso dann angesprochen werden, wie ich das mit Einzelsystemen mache. So, dann die nächste Frage. Gibt es wesentliche Unterschiede, Vorteile, Nachteile zu Galera? Also die darunterliegende Technologie Paxos ist zunächst erstmal identisch. Das heißt, das System funktioniert sehr, 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 sehr ähnlich. Galera hat keine Mencius-Variante. Die machen das ein bisschen anders. Was jetzt schneller und was langsamer ist, da gibt es ganz unterschiedliche Aussagen. Auf unseren Folien sind wir schneller, auf Galeras Folien ist Galera schneller, ist an dieser Stelle vielleicht klar. Ich meine, der große Vorteil ist, InnoDB-Cluster ist built-in. Also ihr braucht keine extra Komponenten. Ihr könnt
dieses Package so runterladen. Das ist in allen MySQL-Systemen enthalten. Ihr habt die Standardkonfiguration, ihr habt das Standard-Logging von MySQL. Es ist halt alles ganz smooth integriert. Ich kann mir vorstellen, ich habe Galera jetzt schon länger nicht mehr betrachtet, dass Galera ein bisschen agiler unterwegs ist, wenn es um neuere Funktionalitäten geht. So super agil können wir da nicht agieren, weil A, wir müssen gewährleisten, dass die ganzen älteren Systeme eben auch noch geclustert werden können. Aber ich würde mal sagen, der große Unterschied ist tatsächlich an dieser Stelle, dass aus InnoDB Cluster sich halt alles in MySQL integriert ist, was bei Galera nicht der Fall ist. Es ist mehr oder weniger ein Parallelsystem. Auf der anderen Seite kann ich mir vorstellen, dass Galera die ein oder andere Funktion schon implementiert hat, die wir vielleicht erst auf der Roadmap haben. Aber grundsätzlich ist es sehr, sehr, sehr vergleichbar. Die darunterliegende Theorie ist genau dieselbe. Sie basiert eben halt auch eben auf Paxos.